habe eine Taste gedrückt. Der überbricht sofort das Video. Fängt gut an. Was ist so Gott? Und Raketen, Igitt. Sehr gut. Ja, ich bin in der zweiten Region aus der Beta gerade angekommen und die haben Boden-Luft-Raketen, die Spacken. Sehr gut. Ach, immer noch Nvidia. Nein, will ich nicht. Drücken Sie eine Taste. Ich drücke immer irgendwelche Tasten. So, nein, ich will das nicht vorbestellen. Finde ich auch lustig. Ich habe vorbestellt und es zeigt mir immer noch in seinem Wort. Ja, bestellen. Kennst du doch. Zwei Wissenschaftswachen wurden verletzt. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca Kartell nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Sieht ja schon ganz hübsch aus hier. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Ich bin noch im Intro. Und schon wieder so laut, ey. Ach, jetzt weiß ich warum. Da ist so nah dran. Mach das. Südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. So. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt. Und mach mal schneller hier. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert. Produktion, Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Oh. Boss aller Bosse. Doch, Ulticam. El Sueño. Warum tut sie das? Was ist zu dunkel? Mag sie nicht. Okay. So, und nach dem riesenlangen Intro erstmal und dem ESC drücken, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei der Open Beta von Ghost Recon Wildlands. Ich war von der Closed Beta noch nicht überzeugt, deswegen habe ich mir jetzt mal kurz meinen Kumpel, den Basti, geschnappt, der sich gerade was zu essen holt und werde hier mal wieder neu anfangen. Einstellungen, damit ihr so ungefähr einen Vergleich habt, habe ich jetzt mal auf hoch gestellt. Vielleicht können wir es nachher im Laufe noch auf Ultra stellen. Ich weiß nicht, wie sich das Spiel bei mir schlägt aktuell. V-RAM-Nutzung ist noch niedrig, aber ist noch eine Beta. Also braucht man viel Optimierung und so weiter. Werden wir einfach mal ausprobieren. Steuerung gucke ich mir jetzt gar nicht groß weiter an. Video, Helligkeit ist okay. Fenstermodus randlos, genau, damit ihr auch ordentlich was sehen könnt. So, dann gucken wir mal. Neue Kampagne. Ja, okay. Mikrofon ist laut genug. Bin ich immer gespannt, ob die Ladezeiten kürzer geworden sind. Oh, geht. Ach, jetzt geht das Übliche los. Das wieder nicht funktioniert, wie bei der Closed. Doch, jetzt funktioniert's. Okay, das ist natürlich nicht unsere von der Closed Beta. Machen wir doch einfach mal mit. So. Kann man nicht erstmal alles irgendwie wegmachen? Natürlich nicht. Gibt's mehr. Oh ja, es gibt ein bisschen mehr. Ja komm, das geht noch. Werte. Immer nur Werte.
Der geht noch. So, wieder da. Einen wunderschönen guten Tag. Servus. Wo steckst du? Im Charakterdesigner. Basteln mal an deinem Fuzzi rum. Ach, so viel brauche ich nicht basteln. Ich habe übrigens immer noch nicht herausgefunden, wie ich den wieder sauber kriege, den Kerl. Bist du mal durch den Fluss geschwommen oder so? Ja, habe ich auch schon gemacht, aber das geht nicht alles ab. Also du kannst sowohl die Waffen und deine Klamotten irgendwie resetten, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie. Weil deine Waffen kriegen ja auch Gebrauchsspuren an der Zeit und die kannst du irgendwie resetten. Langweilig. Wie langweilig? Musst es ja nicht. Auf was für Klamotten bist du denn unterwegs? So Ultra Tactical oder? Nee, ne? Nö, mehr so Kontraktor. Was habe ich denn hier? Klamotten. Tops habe ich das Fleece an. Als Weste den 511 Plate Carrier. Hose habe ich Cargo, Hose B. Wanderschuhe. Also sowas. Okay, alles klar. Ja. Und dann schwarz und braun hauptsächlich. Mensch, Mädchen, schreit doch nicht so rum hier. Leute. Nichts gemacht. Ja, weil dann warte ich nämlich hier in der neuen Area jetzt, bis du hier irgendwie aufkreuzt. Dann können wir da nämlich zusammen starten. Sehr gut. Jo, genau, ich nehme schwere IBA, unbedingt. Ja, warum denn nicht? Ach so, hier kannst du noch so Blödsinnsbemalung und sowas machen. Tattoos und so. Obwohl ich ja sagen muss, dass die Tattoos ziemlich geil sind. Jo. Die haben sie gut gemacht vom Design her. Generell, genau. Das Artwork in dem Spiel ist generell ziemlich geil geworden. Haben auch schicke Helme. Obwohl Helme ist schon wieder zu viel, ey. Kommt drauf an, wenn du richtig Elite Spätzle Force rumrennen willst. Spätzle Force, ja. Deswegen, ich fände es ganz cool, wenn du im Singleplayer, wenn du solo unterwegs bist, wenn du deine NPCs irgendwie noch anpassen könntest. Oh ja, das ist mir auch aufgefallen. Die rennen ja alle gleich rum die ganze Zeit. Ja. Ich meine, es ist schon nicht schlecht, wie sie rumlaufen, aber da geht noch was. Ja, klar. Ich bin auch ein bisschen traurig. Warum? Weil ich die G36 im Uplay-Dings freigeschaltet habe für 30 Uplay-Punkte oder whatever. Ja. Aber die kannst du in der Beta scheinbar nicht spielen. Und das ist blöd. Mhm. So, diesmal nehme ich auf keinen Fall so einen riesen Rucksack wieder, ey. Ich habe den Y-Dingens an. Ja, den Y-Riemen. Mhm. Das ist der hübscheste, mit so einer Blechdose für die Drohne rumzulaufen. So will ich irgendwie nicht. Ja. Obwohl ich den Funk-Standard-Rucksack auch cool finde. Jo. Ist halt wieder der Punkt, wenn du sowas anziehst, das passt dann halt nicht mit deinem super Tactical und Rucksack und so, ne? Und Helm und tralala, da passt halt so ein verranzter Rucksack irgendwie. Deswegen gibt's den ja bei mir auch nicht. So. Besondere Outfits. Ach, das sind Gillies und der ganze Kack. Ja. Okay, wir speichern mal.
Ja, ist okay. So. Auf was spielst du normal? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das, was voreingestellt war, zweite Stufe oder so, aber Warte mal eben. So, jetzt. weiß, dass der Mute-Button nichts gemacht hat, ne? Nee, das ging ja auch nicht um dich. Ach so. Hast du nur einen Stream gemutet, oder was? Natürlich, Pause. Ui. So, du spielst auf normal oder fortgeschritten? Ich weiß es nicht. Ich drehe das gleich hoch. Du kannst mir, glaube ich, wenn ich herausfinde, wie ich dich einlade. Ich spiele jetzt erstmal normal. Und außerdem muss ich nicht erst ein bisschen sowieso Missionen machen, bevor ich mit dir spielen kann? Okay. Muss nur erstmal. Builds, Factions, Lobby. Das sieht gut aus. Ja. Boah, irgendwie ruckelt meine Cam. Ich weiß nicht warum. Das finde ich, glaube ich, total blöd. Was hat die sonst nicht gemacht? Das geht mir jetzt schon wieder auf die Nüsse. Ja, ist echt ätzend. So, was hat man davon? Jetzt muss ich sie nämlich einmal. Also die Leute sehen jetzt überhaupt kein Cam-Bild von mir. Ja, weil ich sie einmal komplett rausschmeißen muss, das. Die Kamera ist Arsch. Jetzt muss einmal ein Riesenbild wahrscheinlich kommen. Deine zwei Zuschauer werden es, glaube ich, 2 Millionen verkraften, dich nie zu sehen. Kannten Sie ihn? Er war ein Freund von mir. Das tut mir sehr leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. So. Ach so. Du müsstest eine Einladung haben. Ja, sofort. Ich bin noch im Dings drin. Im Intro-Video. Und ich ziehe hier live die Kamera zurecht. Ist das nicht schön? Muss man aber nicht. Ja. Man die Action-Cam als Webcam missbraucht, ne? So. Überlebt es wenigstens, wenn sie vom Schreibtisch fällt. Ja, das ist vollkommen richtig. Dann machen wir mal auch live gleich eine Farbkorrektur. Wo? Sättigung raus. Tada! Und da bin ich wieder. So. Wenn ich jetzt in das Bild wieder reinklicke, in das Fenster, dann überspringt er das Video. Wetten? Eigentlich nicht, das kannst du eigentlich nur skippen, wenn der ESC dreht. Das knallt und ballert hier. Jetzt. Super.